Hier sehen wir Sonys Xperia M4 Aqua, die Neuvorstellung von Sony im Smartphone-Bereich auf dem Mobile World Congress. Darauf läuft Android 5.0 alias Lollipop. Hier sieht man die Modellnummer hier noch mit 5.0. Voraussichtlich wird es dann eine höhere Version sein, wenn es auf den Markt kommt. Sony startet das Lollipop Smartphone mit der eigenen Bedienoberfläche aus, die an die aktuelle Android-Version angepasst wurde. Im Smartphone befindet sich ein Octa-Core-Prozessor von Qualcomm, der mit einer Taktrate von 1,5 GHz arbeitet, sodass nichts großartig ruckelt und gut bedient werden kann. Das Smartphone hat vorne eine 5-Megapixel-Kamera. Auf der Rückseite befindet sich eine 13-Megapixel-Kamera mit LED-Fotolicht. Wie bei Sonys Xperia Smartphones üblich, ist das Gehäuse wasserdicht und staubgeschützt. Hier hinter der Klappe befindet sich der Steckplatz für Micro-SD-Karten. Auf der anderen Seite der Steckplatz für die SIM-Karte. Wie bei Sony mittlerweile seit langem üblich, kein austauschbarer Akku. Das Gehäuse lässt sich nicht ohne weiteres öffnen. Mit Sonys Stamina-Modus soll das Smartphone 2 Tage bei normaler Nutzung durchhalten. Hier kann man den Stamina-Modus ein- und ausschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das Smartphone will Sony im Juni für 280 € auf den Markt bringen.